Ja, einen wunderschönen guten Tag und Servus miteinander. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Das ist schon wieder ein bisschen her, der letzte. Ich weiß, wir haben ja ein wenig einen Sturm gehabt und ja, wir sind auch nicht ganz verschont geblieben, wie man vielleicht da oben unschwer sieht. Ja, da hat es ein wenig Angst eingelegt. Brusthöhendurchmesser sind 70 cm. Es klafft jetzt da natürlich ein bisschen eine Lücken. Ja, die sind wurzelt unten. Die Wurzel ist richtig rausgedreht. Warum? Ja, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Ein Ang entwurzelt es normalerweise nicht. Das ist eine Pfahlwurzel. Die geht aber auch in die Breiten. Normal sagst du, so wie die Baumkrone oben ist, so geht der Baum in die Buden und in die Seiten. Und ja, das war es auch mit Sicherheit auch. Problem ist, die Stadt hat da oben einmal Kanal gebaut und um den Kanal zu bauen haben sie halt, weil die Angstänger ja dummerweise direkt an der Straße, stehen ja aber unter Naturschutz, also können sie auch nicht gefällt werden. Ja, haben sie halt unten die Wurzeln auf der Außenseite weggeschnitten. Naja, sieht man, was dann dabei rauskommt, wenn es dann recht nass ist, wie es ja aktuell die letzten Wochen ist. Und wenn dann einmal noch ein gescheiter Sturm kommt, dann kann es aber passieren, dass so ein Baum halt umfällt. Tja, weil ein Ang, wie gesagt, immer ein stehen Haufen an und da ist bislang noch keiner abgefallen. Es bricht dann mal ein Ast oder was weg, aber das, ja, ist neu. Beim Fallen hat es auch ein paar kleinere kaputt gemacht, das sieht man ja. Die eine, wo da noch steht, die Junge, die hat einiges verloren und dort war noch einer dazwischen, die ist auch total schaden. Naja, so ist das halt. Also verschont geblieben sind wir nicht, ich hoffe bei euch was anderes. Ja. Ich meine, es ist kein Personenschaden und Sachschaden hat sich auch in Grenzen gehalten. Ein Zaunpfahl ist oben abgebrochen, deswegen stecken da jetzt Kunststoffpfähl zwei Stück um drin. Du musst dann einmal genau in der Mitte ein neuer Holzpfahl. Der eine, wo es auch draufgefallen ist, ist komischerweise stehen geblieben. Wurde denn da drüben wird es rausgerupft. Wahrscheinlich ist er ein wenig Marsch. Naja, die Meißler sind auch schon am Nestbauer. Da am Baum. Ja, scheinbar war es Frühling. Ja, was machen wir heute? Ich muss ein wenig an Siloballen holen. Ich muss den Radlader nehmen. Schön ist das Ganze natürlich nicht, weil die liegen jetzt da natürlich auch ein wenig ungünstig. Lächeln sie auch da, wäre es schön. Könntest vom gepflasterten hier fahren, so aufgabeln und auffahren. Die liegen da unten in der Wiesen drin und ich sage ja, es ist saumäßig nass und ich sage jetzt mal lieber nichts, mehr kann sich ja vorstellen. Brauchen wir auf jeden Fall den da. Dann gibt es aber Neuigkeiten noch da. Die in der WhatsApp-Gruppe wissen das ja alles schon. Ihr kennt ja mal BSA-Fessler. Ne? Das haben wir da. Wieso steht das da hin? Hat einer einen Reifen gekriegt. Haben wir mal einen da. Das ist da oben so ein Riss. Muss ich auch mal gucken, ob er hält. Ich habe noch einen Reifen liegen bei Bedarf, aber schauen wir mal. Habe ich leider erst gesehen, wie wir ihn aufgezogen haben. Das sind händisch aufgezogen, also mit Montiereisen und Muskelkraft, Muskelschmalz. Hat funktioniert, aber gut. Ja, hinten dran den Flansch, wo wir gebaut haben. Deckel ist jetzt momentan unten und der Hüm seht ihr noch was. Ich habe einen Breitverteiler gebaut. Ich habe ja gesagt, ich habe da einen Breitverteiler mit geschickt gekriegt und ich habe mir jetzt da mal die Mühe gemacht, also da müssen natürlich auch andere Reifen drauf, wie man sieht. Ich habe mir jetzt da mal die Mühe gemacht und habe das Ding umgebaut. Es war 6 Zoll Breitverteiler, massives Rohr, doppelt so groß wie der Auslass da. Das sind wie gesagt 3 Zoll, der eine war 6 Zoll, also doppelt so groß, das funktioniert nicht, passt ja nicht zusammen. Reduzierungen gibt es nicht in der Größe von 6 auf 3, es gibt es auch auf 4, glaube ich, aber auf 3 gibt es nichts. Dann hätte ich mehrere Reduzierungen machen müssen. So eine Reduzierung ist in etwa so lang. Dann hätte ich da eine Reduzierung und noch eine Reduzierung und da hinten hätte ich den Verteiler. Ich meine, ja, erstens haben wir Stratzen schon ziemlich weit hinten aus dann. Und das zweite Problem ist das Übergewicht dann. Liegt das Ding da drunten. Weil wenn du Druck drauf kommt, der drückt ja noch oben, dann knietst das Ding runter und dann macht es flop und die liegt unten. Also das bringt ja nichts. Was habe ich gemacht? Ich habe mal einen 45 Grad Rohrbogen bestellt, Marke Perot.
Das war der. Der hat ein V-Teil, also das Ding da. Und ein M-Teil gehabt, das war hier oben. Da sieht man noch, wo es drauf war. Da auf dem Kron. Das war so ein Klemmer da. Die habe ich einfach da aufgetrennt. Hab den Kron sauber abgeschnitten. Hab die Runde gezogen. Hab vom Breitverteiler den Kopf runtergenommen. Hab mir auf dem Rohr verschwarzt, wie man da sieht. Und hab mir, weil es keine passenden Gummidüsen nicht gibt, aus Metall selber einer gebogen. Ich habe es in der Gruppe drin auch schon gesagt, ja, die hat eine Menge eigenwilliger Form. Kann man als Kuhglocken bezeichnen oder als Cobra-Kopf oder ist mir wurscht, als was man es bezahlt. Ich konnte die Esse leider nicht einschüren, weil das war so stürmisch. Und die Feldschmiede da drüben, in mein Gas ist jetzt nicht gepasst und die Feldschmiede wollte ich da hin auch nicht. Dann schaut die ganze Halle aus wie Sau. Hätte ich draußen machen müssen, von daher, ja. Notgedrungen halt, kalt verformt, ist auch gegangen. War ein wenig gebuckelt und ein wenig geplagge, aber ich denke, die schaut ganz gut aus. Ob es auch funktioniert, weiß ich noch nicht. Das steht noch aus, der Funktionstest. Vielleicht komme ich heute zu, dass wir das einmal machen, zumindest mit Wasser. Ich kann die Flächen noch nicht reinfahren, da ist es einfach zu nass. Aber ich könnte zumindest einmal ein Wasser ansagen, dann sehe ich einmal, ob da drüben der Flansticht ist. Dann sehe ich ja, ob der Deckel, wenn ich nach drauf mache, ob der sauber abdichtet. Und ich sehe, ob mein Breitverteiler so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Warum eigentlich Breitverteiler? Eigentlich kann man jetzt sagen, das ist aber verboten, den darf man ja auch nicht mehr nehmen, den darfst du ja bloß noch im Grünland und tralala und bibabo. Das mag sein. Im Grünland gilt ja noch bis 2025. Wir haben einen Betrieb, deutlich unter 10 Hektar. Und ja, wenn ich mir die Genehmigung hole, dann müsste ich mit dem Ding eigentlich auch eine Agenei dürfen. Ohne weiteres, weil ich habe kein Geld für die Technik, dass ich mir eine große Schleppschlauchquelle fürs Kauf. Ich meine, es ist geplant, dann Schleppschlauchverteile hinten noch zu bauen. Die Idee habe ich ja, aber das habe ich ja schon gesagt, da muss ich Lust und Zeit haben. Deswegen erst einmal so. Wie gesagt, da hole ich mir übers Amt noch die Genehmigung, dass ich das Ding auch verwenden darf. Dann muss ich halt innerhalb von einer Stunde oder vier Stunden muss ich das Ei erben, das ist mir auch scheißegal. Beziehungsweise im Acker brauche ich es nicht zwingend, weil im Acker nutze ich eigentlich keine Jauche oder Gülle, sondern im Acker möchte ich eigentlich meinen Mist fahren. Weil den kann ich im Grünland ja bloß im Herbst fahren, sonst habe ich naja, wenn ich na jetzt zum Beispiel im Frühjahr fahre, habe ich naja im Heu mit drin, das will ich ja nicht. Im Acker kann ich noch mit unteragern. Und dann habe ich die Nährstoffe im Boden drin und an den Pflanzen, das ist optimal. Ja, das muss ich auch mal sehen. Ja, das sind so ein wenig Versuche. Bei der Jauche da oder bei dem Fessel, da hoffe ich mal halt dann, dass ich das Grünland ein bisschen lange düngt kriege. Ihr wisst ja aktuell, die Düngerpreise sind sackrisch gestiegen. Und ich schätze, das wird in Zukunft auch nicht wesentlich besser werden. Ihr wisst ja, was auf der Welt los ist. Und von daher ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man noch ein wenig eigener Technik hat, mit der man dann zumindest noch andere Sachen ausbringen kann. Warten wir sehen, muss ich probieren und dann sehen wir schon. Genau, wie gesagt, das war jetzt der Bau. Muss ich mal gucken, vielleicht komme ich halt noch dazu, dass ich das ausprobiere. Ich bin mir überlegen, ob ich noch einmal eine 15er nachhänge. Der hat zwar nicht die Leistung zum Fahren, aber wie gesagt, ich will ja eh nicht in die Flächen reinfahren, sondern ich gehe da mal was ansaugen und wenn ich angesaugt habe, eventuell anschließend einmal probieren, ob er schön abstrahlt. Aber das sehen wir. Jetzt mache ich zuerst einmal das Silo, dass das erledigt ist, dass der Ballen drum steht. Und heute Nachmittag auf 15.30 Uhr, 16 Uhr. Da müssen wir mal Richtung Sansparallen aus. Da müssen wir mal was abholen. Das erfordert dann auch, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erst einmal unsere Ahnen arbeiten. Und dann sehen wir schon.
So, das Fass ist rum, Stopfen unten reingemacht und der erste Versuch, ja, dicht ist noch nicht, wie man sieht. Du wusst, wer schwarz ist, mein selber gebauter Flansch. Ja, da können wir noch geschwarzt. Da suppt er noch raus. Und wo er noch raus suppt, das ist da am Schieber, dummerweise da rum. Ja, da ist zwar schon mal ein neuer Dichtring reingekommen, aber offensichtlich hat es nicht gelangt. Ja, da hinten ist er scheinbar undicht, so wie es ausschaut. Das ist nicht schön. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich einmal ins Fass reingrabbeln, wenn es blöd läuft, und muss ihn auch von da abdichten. Ach ja. Naja, irgendwo muss er ja raussuppen. Es ist ja jetzt auch Wasser, es ist nicht dick genug. Aber zumindest die Stutzen sind dicht, das ist gut. Ja, und den Rest sieht man. Ich habe es jetzt mit dem Schlauch befüllt. Anziehen tut er jetzt wesentlich besser. Viel angenehmer. Ohne weiteres. In die Rohr steht jetzt das Wasser, deswegen drückt es ja auch durch die Schwarzleder ein wenig raus. Was ich jetzt mache, ist einmal eine kleine Runde drehen. Die Räder halten soweit dicht, es geht. Schaut auch gut aus. Ja, also da ist Gewicht drauf. Das sollte aber kein Problem darstellen. Meiner Unterlegkarl vielleicht vorsichtshalber mal ein wenig einhängen. So. Steckdosen noch nach. Mal runden Dreher. Wenn alles soweit geht, dann machen wir mal einen Versuch mit dem Breitverteiler, ob der auch funktioniert. Ja, ein paar Schwachpunkte kenne ich noch. Eventuell auch mal mit Zigarflex rum, das könnte auch schon viel helfen. Das geht halt alles ein wenig abgedichtet. Ich meine, das Ding, das ist halt nicht neu, ne? Aber ist auf jeden Fall schon deutlich besser. Deutlich besser. Da ist jetzt wahrscheinlich der Deckel nicht ganz drauf. Oder hat er da unten auch schon Rost? Das kann natürlich auch sein. Naja, es ist wie es ist. Aber es ist weniger wie letztes Jahr, weil da ist es richtig in eine Fontäne rausgelaufen. Das ist schon deutlich besser. Gut. Schauen wir halt einmal. So, ich wiederhole an dieser Stelle noch einmal. Was wir da hinten drin haben, ist Wasser. Nichts anderes. Keine Gülle, keine Jauche. Das Fass ist sauber. Und ja. Ja, man sieht, das läuft noch ein wenig aus. Ich habe den Breitverteiler jetzt aufgesteckt. Und das war jetzt einmal der Versuch, ob er funktioniert. Ich war aber nicht alles Wasser da unten rausspritzen, sondern haben wir einen Teil, wenn ich es probiert habe, wieder nachfahren. Ganz einfach aus dem Grund, Wasserverschwendung brauchen wir nicht. Es gibt eh zu wenig Wasser. Habe ich das jetzt gesagt? Naja, Regenwasser haben wir schon genug heuer, aber auf der Welt gibt es Zielflächen, wo es zerdrucken ist und man muss es dann nicht sinnlos rauspanschen. Genau, machen wir mal einen Versuch, werden wir schon sehen, ob es geht. Mache ich jetzt da unten auf dem Weg, wie gesagt, in die Flächen reinfahren kann ich leider nicht, dann ist der Bulldog mit Samtfass versenkt. Die Reifen sind zwar relativ breit, aber es ist auch 15 PS Bulldog und ich muss nicht mit 15 PS da oder einen Versuch machen. Das muss beim besten Willen nicht sein. Deswegen wollen wir erst einmal sehen, ob es vielleicht überhaupt funktioniert. Gut, auf geht's!
ja, der wackelt halt ganz schön drauf rum. Jetzt ist die Abwelt aus. Oh, schauen wir mal. Das könnte schon passen. Keine Ahnung. Ja, oder da hat zu wenig Leistung, der Bulldog, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also wie gesagt, nur einmal, es ist bloß Wasser. Nur Wasser. Der Bulldog ist halt ein wenig leistungsschwach. Ich meine, wir reden nur vom 15 PS Bulldog. Ja, was erwartet man da? Ja, das passt schon. Ja, was erwartet man da? Wir können auch nur mal da. Obwohl, ich muss erst was zusammen machen. Halt mal die Garagenplatten. Ja, da kommen wir schon Wassermassen zusammen. Ein Starkregenereignis. Oh nein! Oh ja, jetzt war eigentlich bloß halber Kraft. Ja, der ist schon dumpf dahinter. So ist nett. Das Wasser lassen wir gleich wieder da rein, wo wir es hergehabt haben. Weil wer weiß, kann ja drucken sie runter.
da nicht irre Tropfen Wasser gut. Also Blummerliesen kommen wir schon bestimmt da. Faktisch, der funktioniert. Faktisch, ich schwimme da gerade vor. So. Schöner Sprühweiden. Nicht gut. Jetzt ist ja die Höhe. Da ist die Blummer gegossen. Ah, wir sind überall so. Vorderradschutzrohr dreht sich mit, da ist kein Kettler mehr drauf. Das Hinterrad hält, das Vorderrad dreht mit. Wir müssen halt bloß wieder ein neues Kettler von an, dann hält er dann alles da, aber. Ja, muss er mal eins bestellen. Aber sonst läuft es gut. Für die anderen Rafen auf jeden Fall schon mal viel sicherer. Ja, ein paar Stellen, die halt zum Abdichten sind, das ist klar. Aber die Düsen hinten, die ich gebaut habe, funktioniert. Ja, das Ganze bleibt dann einmal noch ein großer Versuch mit dem Karl 300. Der Bulldog hat einfach mehr Leistung. Ich meine, der hat fast die doppelte Leistung. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie der damit läuft. Ich denke, dann werden die Sprühweiten vom Fossa deutlich größer. Weil das habe ich da bei dem Dorn schon gesehen, wenn der davor hängt. Ich habe mal den Arm dran gehabt, der weit werfen kann. Und der hat bei dem, naja, bis knapp zu den Hühnern noch gelangt. Und beim Karl 300 bin ich weit unten in die Hecken reingekommen. Auf selber Einstellung. Und vor dem IHC sieht sich die Sache ganz anders aus. Du hängst das Ding zur Not auf die tausende Wellen und lässt da mit tausend Umdrehungen laufen und das Ding das bläst sonst wo noch. Ja, das passt schon. So funktioniert es auch gut. Die Suppe bleibt einigermaßen, wo das soll. Ja, und ansonsten ist es dick. So, jetzt haben wir den Stopfen wieder rausgemacht, deswegen suppt es jetzt da raus. Ja, leer laufen lassen, wie gesagt, dass nichts mehr drin ist. Ich meine, bis ich es brauche, das wird noch einen kleinen Moment dauern. Ich weiß jetzt ein paar Stellen noch, die ich abdichten muss, okay. Ja, wie gesagt, ist jetzt auf jeden Fall Fakt, es funktioniert. Wie gesagt, überall noch ein bisschen Lassigaflex, wo ich jetzt gesehen habe, dass das nötig ist. Leerlaufen lassen lasse ich es jetzt, falls doch noch einmal ein gescheiter Frost oder was kommt. Nicht, dass die Pumpen oder sonst was auffriert, das soll ja nicht passieren. Ja, und ansonsten funktioniert es.
Passt, ich konnte das ganze Material wieder zusammenrammen, meinen Schlauch der Wallen wieder auframmen. Das Holzlad ist nämlich zum Unterlegen, dass der Schlauch nicht geknickt wird. Deckel auframmen, den Stopfen wieder auframmen, den zweiten Deckel für den Auslass mit auframmen. Und dann kann das Fessel erst einmal wieder zwischengeparkt werden oben. Ja, und dann sieht man schon. Passt. So, Freunde, wir sind wieder auf dem Heimweg. Oder was heißt, wir sind auf dem Heimweg? Ja, der Witz ist gut. Ich bin scheinbar ein bisschen spät losgefahren, beziehungsweise ich habe noch einen Bulldog vor mir gehabt und das Wetter draußen ist eher so ein wenig, naja, lapidar gesagt, scheiße. Wintereinbruch da oben. Ja, wir haben gerade eine Neuanschaffung geholt, oder? Der Vater. Und fährt mit IHC wieder heim. Eigentlich wollte ja ich mit dem Bulldog fahren, aber weil er es ausgemacht hat, hat er gesagt, er fährt. Naja, jetzt fährt halt er. Ich sitze im Land Rover, ich bin eigentlich hinter drei gefahren, aber ein bisschen spät los da haben und dann hat es sich halt so ergeben. Da war Bulldog mit Saalwinden vor mir, der ist aber schön langsam gekrochen. Ja, und dann das Wetter dazu, kostet nicht schnell fahren. Ist halt so. Ja, fahren wir halt noch mal schön hinter drei. Was ist die Neuanschaffung und was halt, ob das bei dem Scheißwetter überhaupt gescheiter kennt? Wir haben einen Hungerwurm gerissen. Ja, keine Ahnung, an der Stelle weiß ich nicht genau, das sehe ich da. Vorher hat gemeint, das müsste steif sein. Ob es wirklich ein Steif ist oder nicht, naja, das werden wir sehen. Ein wenig ein bunter Bereifung hat das Ding drauf. So war kein Problem, ich habe ein paar Rasen liegen, die da abgerissen. Der Sicht der ist relativ schmal, ja, wie halt früher die Drehschemel gehabt. Der ist genauso schmal wie mein Stein. Ja, und Funkbeleuchtung, die Funkmagnetbeleuchtung ist dran. Und da Kennzeichen vom IHC. Und so rollen wir jetzt vorwärts.
bist du noch gut noch geleitet. Ja, die Ortschaft tut es wohl übrigens danach. Oder ist danach. Naja, und dann wurden die Worte abgehakt, weil dann wurde Akku leer. Ja, ich bin jetzt daheim. Auto ist schon wieder geparkt. Ich habe das Rolltor aufgemacht, dass der Hänger dann gleich da rein kann. Auf den Wagen kommen auf jeden Fall folgende Reifen. Ihr wisst ja, ich habe auf meinen alten Steib, den wo ich mir da neu aufgebaut habe in Glasfarben, da habe ich meine alten Autorafen drauf, das waren damals die ersten. Ich habe mein Auto 2014 gekauft und ich habe dort bis 2016 die Reifen, die drauf waren, gefahren. Habe sie dann getauscht und das sind ja die. Die sind dann da drauf gekommen, dafür habe ich sie extra aufgehoben. Und 2016 habe ich Neujahr drauf gemacht. Die habe ich bis 2021 im Herbst gefahren und vor dem Winter habe ich dann Neujahr drauf gemacht. Das sind quasi jetzt dann Dido. Man sieht schon, viel Profil ist nicht mehr drauf. Die sind ziemlich abgefahren. Das sind Michelin XZL in der Größe 7,5 R16. Wie gesagt, 1250 Kilo belastbar, so ein Reifen. Also, was will man mehr? Ich kann einen 5-Tonner-Hänger damit bestücken. Das tragen die Reifen da ohne weiteres. Und dafür sind die, wie gesagt, gedacht. Genau. Die kommen auf jeden Fall da drauf, wenn sie auf die Felgen passen, ich denke aber schon. Und dann, ja, das ist ein Rungerwogen. Das Ding selber, was war der Wien? 200, 300 Kilo vielleicht. Und wenn es dann so ist wie bei dem Dude, dann darf ich ihn auf 3,6 Tonnen belasten. Was will ich mehr? Ich meine, den du könntest ja auch, wie gesagt, die Brücken runternehmen, haben wir ja schon gemacht. Und dann Stämmen drauflegen. Ja, es funktioniert. Aber man macht sich die Arbeit eigentlich nicht. Weil die Brücken ist drauf und dann nimmst du ihn als Brückwogen. Als Rungerwogen war der eigentlich nie verwendet. Naja. Ist halt einfach so. Und da eine, wie gesagt, wenn man da geschenkt kriegt, was will man dann mehr? Dann kommt der eine als Rungerwogen her. Da braucht man nichts umbauen. Den brauchen wir bloß Anhänger, eine Volt fahren. Den kann man noch ausziehen bei Bedarf. Und gut ist die Sache. Ja,
Naja, so schaut es auf jeden Fall aus. Jetzt müsste dann eigentlich jeden Moment kommen. Ja, der Sängerler steht jetzt auf jeden Fall erst einmal in der Maschinenhalle. Und ja, ich habe vorhin gesagt gehabt, dann haben wir ein Geschenk gekriegt. Nein, das stimmt nicht ganz. Wir haben einen Hunderter jetzt dafür bezahlt. Ich denke, es ist in Ordnung dafür. Das Ding, wir haben so eine Kranwoche drauf gehabt, also der wiegt ein wenig mehr. Der hat 400 Kilo. Also, so wie er jetzt so steht, 400 Kilo. Der wäre ja recht schwer. Ja. Ja, also wie gesagt, für 100 Euro denke ich, das war in Ordnung. Wir waren nicht sicher, ob man da jetzt zu oder wie auch immer. Und ich sage mal, sogar den Preis kostet nicht mehr gern. Die Reifen kommen auf jeden Fall demnächst dann drauf. Müssen wir mal gucken. Ja, vorhin waren wir mal wegen davor gestanden und haben überlegt. Eigentlich war ja geplant, noch neu zu lackieren und die Felgen zu lackieren, aber. Wir sind dann einmal um das Ding rumgegangen und ich denke, die neuen Reifen, die waren aufgezogen, gut ist. Da wird nicht groß was lackiert, der wird schön eingefettet, dass alles gängig ist. Dass der Drehkranz gängig ist. Drehkranz ist gut, weil das sind eigentlich nur 4 Auflaufpunkte, 4 Gleitkufen. Und ansonsten, da ist nicht viel dran. Die Bremse muss gemacht werden, ja, das ist Fakt. Die solid und ansonsten ist das Ding gut. Ja, Näheres zu dem Wohn, das seht ihr dann, denke ich, im nächsten Vlog. Und in diesem Sinne würde ich jetzt dann sagen, das war's für dieses Mal. Und wir sehen uns wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben mal ein paar kleine Einblicke, dass ihr mal ein wenig so eine bunte Mischung gehabt habt. Und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal und Servus.